Was a Leute, hier ist wieder Dragonlance mit Let's Play Kingdom Hearts Komplett, Abschnitt Birth by Sleep in der Aqua Story. Wir werden jetzt die Arena des Olymps betreten. Hier sollten wir einen Charakter kennenlernen, dessen Spiel ich definitiv noch LP'en werde im Verlauf meiner Karriere. Auch ein PSP-Projekt. Oh ja, Olympus Coliseum. Stand back, sweet cheeks. I'll take care of this. Hurt, they're all yours! Nun ja, später wird er natürlich anders aussehen, Herkules. Ich meine, da sind 10 Jahre vergangen. Beziehungsweise 11 dann. Und wie Aqua, wie angewidert sie war, als Phil da kam. Soll ich, was ist denn das? Und diese Wampe. Ach, egal. Der hier hat auch eine Wampe. Sie schwabbelt sogar. Ich dachte, er würde auf mich zuspringen. Naja. Diese Gladiatoren-Unversierten können wir nur von hinten angreifen. Und wenn sie dieses Bring machen, sollte man abwehren oder ausweichen, weil das nächste, was man spürt, ist das. Und das kann mitunter schon schmerzen. Naja. Helium Coliseum. Das war hier. Das war genau hier. Ach, ich liebe diese Aura-Klinge. Klingen-Aura. Ach, egal. Ist definitiv ein geiles Kommando. Ein geiler Kommandostil. Ich mag ihn. Ui. Ich glaube, sowas wie Barrierenattacken, Barrierensturz und so weiter, kommen immer durch. Durch ihre Verteidigung. Ich nehme mal die Klingen. Oh, wirre Stunden. Wir haben ein neues Abschlusskommando. Den Klingenaura nehme ich für die große Gegnergruppe. Wollte ich sagen. Autsch. Ja, sowas wie Barrierenkommandos ignorieren seine Richtungsangreifbarkeit. Seine Schilde werden einfach durchbrochen. Das heißt, Barrierensturz ist hier definitiv gut. Minentrapez. Ich habe Barrierensturz jetzt bloß nicht dabei, weil es nicht aufzuleveln ist. Im Moment habe ich nur Kommandos, die man aufleveln muss, dabei. Den Feuerkommando, also das Feuerkommando kriegst du noch ab. Wo haben wir noch welche? Da kommen gleich auch noch eine Menge von den Gladiatoren. Was? Hat niemand angegriffen? Ja, Kunais, wofür rufst du mich denn bitte schön? Das gibt's doch nicht. Autsch. Und die Aura. Ja, verklopp ihn nur richtig. Shotlocks müssten auch ihre Richtungsangriffe. Ja. Shotlocks greifen sie auch von allen Richtungen an, ganz egal, wo sie sind. Und wenn sie liegen, dann kann man sie auch von vorne angreifen. Im Prinzip, wann immer sie ihre Schilde nicht offen haben. Ich dachte irgendwie gerade, das Feuer wäre Vitra. Also wann immer sie ihre Schilde nicht erhoben haben. Mann. Wenn man den Rachesturz macht, kriegt man ein Kommando, also eine Folge von ich greife ihn an, er greift mich an ab. Und das ist nicht Sinn der Sache. Das sollten wir verhindern. Gift auch noch. Okay, aber Herkules hat es doch geschafft. Letzten Endes. Wow, eine Sturzattacke, eine ganz üble. Ich greife sie erstmal mit dem Fernkampf an. Hat Herkules den gerade von vorne fertig gemacht? Ach ja, Blitz ist auch ein gutes Kommando, weil es hinter ihnen angreift. Nimm das da. Das Minentrapez greift dich von unten an. Und erwischt dich so. Wir haben immer noch mehr. Oh no. Hab das Kommando verpasst. Sehr viel mehr können wir nicht angreifen. Danke, Herr. Okay. Von vorne kann ich ihn doch nicht angreifen, wenn er liegt. Naja, schade. Dann war das gerade irgendwas anderes. So. Spüre meine Klingenaura. Super. Wovor denn? Ach, den da. Wow, das hat sie sogar erledigt. Okay, wir haben immer noch mehr Gegner. Und ihr seht schon, hier kommen einige Gegner. Das wird in dieser Welt so ein Team werden, dass wir einige Gegner bekämpfen müssen. Ich würde empfehlen, ein paar Kommandos dazwischen einzupacken, weil das kann mitunter schon ein bisschen schwieriger werden. Okay. In Level 1 wäre das meine Hassstelle gewesen, könnte man sagen. Weil es auf Level 1 wirklich mit jedem Charakter eigentlich eine ziemlich schwere Stelle ist. Diese Welt hier. So ziemlich die schwerste.
Weil hier gibt es etwas, man muss hier Gegner bekämpfen, anders als bei den anderen Welten, wo man die Wahl hat und einfach durchrushen könnte. Mann, das Gift. Du stirbst jetzt. Okay, wir haben noch eine ganze Menge Feuer. Und das Blitzkommando kriegen wir auch noch hin. Okay. So, dort haben wir noch einen, aber erstmal das Item, bevor es verschwindet. Freundenkristall. Warum greifst du Herkules nicht an, hä? Egal, jetzt bist du tot. Wie gefällt dir das, Schwabbel? Oi, those wackos almost made euros out of me. Well, maybe if you weren't trying to show off. Who asked you, kid? You'll understand more when you're older. And stronger. Strong enough to be a hero. You think being strong is the same as being a hero? Sure, mostly. Look how strong Terra is, and he's champion. Terra. So, sugar cakes. You got any plans for later? You know, I trained a few heroes in my time. Maybe I could recite you a little epic poetry. Do you really know Terra? Of course I do. He's the local hero everybody's going gaga for. Oh, now I get it. You're one of his fans. Everywhere I go, it's Terra this, Terra that. More like Terra Bull. Oh, no. You see, I just want to track him down. Yeah. Tell me about it, sister. You and the rest of Greece. Kid shows up out of nowhere, goes and wins the first games he ever enters, dazzling the whole town, and then the Nudnik up and vanishes. Everybody says Terra's the real thing. A true hero. I can't wait till I'm that tough. Right. He's so tough, he turned the last Schlemiel who faced him into a raving yahoo. Come on, Phil, be nice. So you're telling me he isn't here? Whoa, not so fast. He may not be here right now, but you never know. He could always decide he's gonna show up for the games. Yeah, to defend his title. And if you enter, there's always a chance you might run into him. I got an idea. I'll sign you up myself. And if you need a trainer, I'd be more than happy to put you through the ropes. But Phil, I had to practically beg you to agree to train me. Shh, pipe down, kid. You and she ain't got the same attributes, if you know what I mean. You know, you're right. Please sign me up for the games. My name is Aqua. Nice to meet you. Likewise. Now, let's start with a few basics. Thanks, I won't need a trainer. Bah, women. Never changes. So I suppose you still want me to go and get you signed up. Meet me in a vestibule when you're ready. Seine Attribute, von denen er da sprach. Mir ist das nie aufgefallen, was für ein perverser Kleiner das ist. Ach, egal. Komm ich da? Ach ja, stimmt. So musste ich dahinter. So. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt im Part drin sind. Aber dieser Part sollte, ja, ich weiß nicht, gab es hier mehrere Wettkämpfe? Lass mal gucken. Je nachdem, mache ich noch einen. Ja, ich denke, ich mache noch einen. Hierfür brauchen wir, den können wir sogar kriegen. Feuerwerkssticker. Es gab noch eine Menge Sticker, die ich in Radiant Garden vergessen habe. Und die habe ich gefunden auf meinem Neuspielenweg. Aber ich habe sie nicht eingesammelt. Ganz einfach, damit wir sie zusammen auf Band einsammeln. Darum mache ich das hier überhaupt. Ich brauche zum Freischalten der Secret- und Final-Episode. Es gibt hier in Birth by Sleep keine Secret-Episode. Naja, aber jedenfalls brauche ich dafür die Sticker hier nicht. Aber in Final Mix. Und für jeden, der Final Mix spielt, werde ich dann auch gerne mal zeigen, wo die Sticker sind. Außerdem brauchen wir die Xehanort-Berichte. Auch die werde ich dann alle noch zeigen. Für jeden Charakter, versteht sich. So, wir denken uns, wir haben gespeichert. Öffnen die Kiste mit der Karte. Die übrigens sehr nützlich ist, weil wir im Prinzip schon die ganze Welt gesehen haben. Es gibt nur noch einen weiteren Ort und den betritt, glaube ich, nur Ventus. Bist du bereit? Ja, absolut. Zeit, das erste Turnier zu machen. Besiege deine Gegner innerhalb der Zeit. Runde 1. Fertig. Ja, das ist das, wovon ich redete. Auf Level 1 hätte man keine Wahl, diese Gegner herauszufordern. Um in dieser Welt Fortschritt machen zu können und die Story zu beenden, muss man diese Welt hier machen.
Und da man Level 1 ist, spielt es keine Rolle, wann man diese Welt macht. Man kann sie zuerst machen, man kann sie zuletzt machen. Das Einzige, was sich unterscheiden wird, sind die Items und die Kommandos, die man hat. Ansonsten wirst du keine weiteren Vorteile haben, weil du ja nicht auflevelst. Deswegen ist diese Welt der absolute Horror für alle drei Stories. Okay, das Abschlusskommando hat mich ein bisschen gerettet. Das müssen wir noch benennen, fällt mir dann nur noch mal ein. Und wir sollten unsere Kommandos auch noch verändern, wenn wir hier jetzt fertig sind. Ha, einfach mal weggeschlagen, wenn er mich schlagen wollte. Das war übel gemein. Nein, die Zeit... Das ist das Nächste. Ich meine, ihr habt mich jetzt hier gesehen und ich bin nicht auf Level 1 und jetzt gibt's die neue Herausforderung. Versucht nicht nur den ganzen Dreck hier zu überleben auf Level 1, sondern auch noch schnell genug diesen Schaden zu machen, der hier verlangt wird. Es ist ja wirklich das Zeitlimit, was man hier hat. Das ist wirklich der größte Rotz auf Level 1. Theoretisch habe ich nicht mal die richtigen Kommandos dabei, schätze ich. Aber es sollte eine Möglichkeit geben, wie ich hier Mickey D-Link gut vorankommen könnte. Ich meine, ich habe das Sanctus, ich teleportiere mich weg, wenn sie versuchen, mich zu schlagen. Und ich level gleichzeitig noch Kommandos und so weiter ab. Also der Mickey, ein voll ausgeprägter Mickey D-Link ist hier, denke ich, mal zu empfehlen. Ansonsten kann man auch immer noch für Ventus gehen, weil durch ihn verschnellern sich die Schläge, die man ausführen kann. Und auch das ist natürlich gut, wenn man auf Zeit spielt, wie hier. Ich gehe jetzt mal auf Shotlock, weil er der eine ist und ich habe nur wenig Zeit für ihn. So, komm schon. Ich glaube, das hat zu lange gedauert. Könnte sein. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Dieser Fetti. Ja, und das Problem ist ja auch noch zusätzlich. Man muss ja das ganze Turnier von Anfang an neu machen. Das ist jetzt der zweite, bei dem wir versagen. Und es gibt noch mehr. Es gibt noch viel mehr. Eigentlich sollte das nicht mal das Problem sein. Also das Turnier, das im Olympus-Kolosseum gegen die Unversierten ist wirklich schlimm. Die späteren Runden gehen noch, wenn man nicht gegen Unversierte kämpft. Okay. Da kann ich auch teilweise auf das Glück hoffen, einfach schnell genug die ganzen Kommandos ausführen zu können. Oh, die Klingenaura. Ich glaube, die werde ich jetzt erstmal benutzen. Damit sollte ich auch Fetti schnell down kriegen, sofern dieser nicht verschwindet. Okay, tut sie nicht. Ja, ist okay. Aber dein Leben geht jetzt schnell down. Okay, auf Klingenaura spielen war eine gute Idee. Gut, dann hebe ich mir den Mickey D-Link noch für weiteres auf. Für die haben wir 30 Sekunden. Das Problem bei diesen Mimiken ist, das haben wir noch nie gesehen, weil ich sie immer zu schnell besiegt habe, aber sie können sich unter die Erde bohren. Und ja, sie bohren sich unter die Erde, es spielt auf Zeit. Sie tauchen irgendwann natürlich wieder auf, aber es ist manchmal schlimm. Es ist manchmal wirklich schlimm. So, den besiegen wir mit dem Feuerkommando Stier und Blitzra. So, außerdem kriegen wir Geld. Yay! YouTube-Partner. Okay. Für die hier würde ich wirklich schon empfehlen, Flugkommandos einzusetzen. Shotlock-Kommandos. Aber die Klingenaura ist jetzt definitiv auch keine schlechte Idee. Ich meine, das hier wäre die Stelle gewesen, bei der ich bei Level 1 am meisten gefailt bin. Es ist alles schaffbar, auch auf Level 1, das muss man sagen. Okay, jetzt habe ich meine Klingenaura schon aufgebraucht. Das ist nicht so toll. Weil ich immer noch... Was? Ach ja, das ist das nächste Problem. Gegner machen Schaden. Es ist dasselbe wie verlieren. Ach, ich liebe diese Turniere hier. Es ist wieder so schön hier zu sein. Ich hab's hier so vermisst. Ah. Okay. Feuer. Der Fesselschlag. Dadurch level ich nämlich wirklich die Klingenaura auf. Und das ist es, was wir wollen. Den Feuerschlag erstmal. Weil ich Feuer zuerst gemacht habe. Das erste Kommando indiziert, was man hinterher bekommen wird. Demnach will ich also gleich den Feuerschlag machen, wenn wir hier fertig sind. Die Feuersbrunst lassen wir auch mal los. Erwischen zwei damit. Töten einen. Und so. So, das Minentrapez sollte... Mist. Er hat's abgewehrt. Dann kriegst du jetzt das Feuerkommando ab. Es sollte theoretisch auch gut genug sein. Oder auch nicht. Ich krieg ihn nicht schnell genug. Okay, es klappt noch. Aber es ist wirklich knapper gewesen. Okay, gegen euch wieder Klingenaura zu haben, ist wirklich nicht schlecht. Weil
sie sind links und rechts dann verstreut, wenn ich den in der Mitte angreife, was ich dann immer vornehmlich tun werde. Ich sammle mal Geld ein, während du dich da in der Erde vergräbst. Und nun ja, die Klinge ist lang genug, um die links und rechts zu treffen, weil Aqua sie so super umherschwingt. Zeit für den nächsten Haufen. Tja, das hier ist ja wirklich nicht nur ein Zeitproblem gegen die. Denn diese Donnertöpfe, wie ihr da seht, haben mir sehr viel Schaden gemacht. Einer hat mich ja getötet. So. Die Rundumattacke hat leider nicht so schön getroffen, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber wir haben das hier geschafft. Hasen. Immer noch gefährlich. Immer noch böse. Und wir haben ein sehr kleines Zeitlimit für alle drei Hasen. Es ist wirklich haarsträubend. Der Donnerschlag hilft mir hier sehr. Boah, das war knapp. Aber es geht immer noch weiter. Alraun, wir befördern sie aus dem Boden. Sie nerven nämlich. So. Was ich auch empfehlen kann, hier ist Antigraf. Jetzt haben sie mich noch alle getroffen, die Alraun. Alter, was... Das sind Fluchgänger, die das machen. Ich muss mich gleich wirklich umskillen und wirklich einen Antigraf mitbringen. Wenn ich nochmal versage, werde ich das einfach machen. Weil das kann wirklich helfen. Ein paar Antigrafs, um die Gegner in Schach zu halten und mehr Schaden reinzudrücken. Und diese Fliegen hier sowieso zerstören. Die Feuersbrunst hilft mir. Vielen Dank für das Killen von dem. Ich glaube, es sollte klappen. Okay, das Minentrapez. Hilft mir noch von den anderen auf. Gut, die Zeit haben wir auf jeden Fall. Das Minentrapez hat sich aufgelevelt. Das sieht man daran, dass wir jetzt mehr Minen um uns rum haben. Ich glaube, die doppelte Anzahl schon. So. Die gab es auch noch. Ganz genau. Und der Donnerschlag. Der ist gut inmitten drin von denen. Und wir greifen sie natürlich weiter von hinten an. Na, meine Fresse. Entschuldigung. Aber es nervt nach einer Zeit. Irgendwann nervt's. Ich will das doch noch in diesem Part schaffen. Ja, das Feuerer, der Fesselschlag, die sind aufgelevelt. Dann schätze ich mal, da lege ich einen Feuerer ab. Wir haben noch andere Feuerers da. Aber dann können wir uns gleichzeitig auch noch anders wie stärken. Antigraf. Was ich auch empfehlen kann, ist Magnet. Dafür nehmen wir noch ein weiteres, Feuerer raus. Was wir jetzt auch machen, ist die Kommandofusion der beiden Feuerers mit einem Energiekristall. Dadurch sind wir stärker. Erhalten nämlich Dickschädel, den wir auch gleich ausrüsten. Vitra? Noch nicht. Das zweite ist noch nicht aufgelevelt. So, okay, und mit Feuergar greifen wir dann an. Blitzra? Ist gut. Ich nehme Fesselschlag raus. Ist eh aufgelevelt. Gegen was? Ein weiteres Feuerer? Barrierensturz. Barrierensturz. Weil er durch die Schilde von denen geht. Jetzt nochmal das. Entschuldigung, Part im Überlänge. Na gut, ich glaube, dafür muss ich mich nicht entschuldigen. Das freut euch eher. Aber Entschuldigung für Failen. Oh, Mass. So, mit Antigraf und Magnet sollte das Ganze viel besser gehen. Ich kann die Gegner auch viel mehr um mich rum versammeln. Und es ist das erste ausgewählte Kommando. Yay. Nun gut, sie verteilen sich letztendlich durch Antigraf ein bisschen. Aber wenn ich das hier mache und sie zu nah rangeraten, sind sie langsam Geschichte. So, und sie sind auch alle angeschlagen. Den Blitzrad könnt ihr auch gerne nehmen. Minentrapez. Und die Klinge. Das ist doch wesentlich weniger knapp. So, gegen dich. Du greifst mich gleich nicht mehr an. Ich habe jetzt auch noch den Dickschädel. Nur so zur Info. Der wäre allein schon durch das Schweben gestorben. So, das Spiel mit den Truhen kennen wir ja. Das haben wir ja schon in diesem Part gemacht. Und so. Grabt euch bloß nicht in den Boden. Okay, das hat sie nicht gemacht. Gut. Der Barrierensturz hilft mir weiter. Magnet. Wenn die andere hochkommt, wird sie vielleicht auch noch reingezogen. Na gut, dann nicht. Okay. Den Feuerkommando-Stil nehme ich auch gerne. Das Minentrapez kriegst du auch ab. Wir haben gleich keine Zeit mehr. Gut. Das war schon ein bisschen knapper. Jetzt kommen wieder die Flugviecher. Ich würde hier nicht Antigraf, sondern Magnet empfehlen. Und die Feuersbrunst hält hier gut rein.
Weil Antigrav befördert sie zu sehr in der Luft und verteilt sie zu sehr hier. Vor allen Dingen die fliegenden Gegner. Das würde ich nicht empfehlen. Macht wirklich lieber den Magnet, wenn ihr ihn habt. Und Minentrapez und sowas. Anstatt Antigrav. Außerdem werden auch gleichzeitig alle Attacken von hinten, die auf euch kommen, zukommen, abgeblockt. Bei Antigrav habt ihr einen einmaligen Einsatz, aber Magnet wird länger. Deswegen ist er... Packt mehr Magnet in euer Kommandodeck und einfach weniger Antigrav. Große Empfehlung, auch für Level 1 Spieler. So. Und die Hasen. Das wird was. Den Magnet. Und jetzt möglichst viel angreifen. Oh ja, das ist gut. Ars Magica. Und allen gleichzeitig Schaden. So kann man es machen und schaffen und egal. Wir haben sogar immer noch den Mickey D-Link, den wir im Notfall ausrüsten könnten. So. Jetzt auch die Flugviecher versammeln. Mist, die greifen wieder an. Das sind andere Flugviecher als die, die wir schon kennen, weil sie diese Sicheln feuern, die die Alraunen drauf haben. Was sie nur zusätzlich nervig macht. So, catch my drift. Haha. See what I did there. Und jetzt... Das haben wir geschafft. Locker. Innerhalb der Zeit. Wir können uns Zeit mit dem da lassen. Die Hasengruppe ist die schwerste auf Level 1. Das sage ich euch. Selbst die hier sind nicht so schwer. Vor allem mit Antigrav und Magnera und dem Minentrapez. Man hat viele Sachen, die man gegen diese ganzen Gegner hier wirken kann. Und ich mag es. Oh ja, die Klingenaura, ihr seht schon, wie gut das ist. Und er kann nicht ausweichen, er springt sogar noch rein. Vielen Dank dafür. Sanduhr. Stimmt, da war noch was. Das meiste hiervon habe ich ja vergessen, die meisten der Phasen. Nur einige kommen noch in schmerzhaften Erinnerungen vor. Mist! Der Kommandostilwechsel hat mein Magnet abgebrochen. Was nicht gut ist. In Sachen Health. Nein! Ernsthaft! Och, Mann! Nee! Das glaube ich jetzt nicht! Das ist, weil ich noch keinen Trotzkopf habe. Ich habe nur Dickschädel für mehrere Attacken. Aber eine einzelne? Das hilft nicht. Machen wir noch Catch My Drift. Den nächsten Magnet sparen wir uns. Aber das schaffen wir ja. Boah, ich will das in diesem Part noch schaffen. Egal, ob der 30 Stunden lang wird. Und ich habe das falsche Kommando. Mach das. Und Ars Magica. Wir müssen ihn jetzt schnell töten. War vielleicht ein bisschen zu schnell. Nun ja, Schatztruhen. Ohne Kommandostil. Bisschen schade. Dann halt so. Dann könnt ihr euch halt alle nicht in den Boden bohren. Folger, Glitzra, Magnet. So, Zeit gespart en masse. Leider wird sie nicht zu der nächsten dazugerechnet. Okay, noch mehr Magnet? Gefällig? Oh ja. Die Klingenaura ist wirklich das Beste neben Magnet. Wenn der Magnet nicht aufhören würde, während ich in das Kommando wechsle. So, die um mich herum sind tot. Und hinter mir gibt es auch noch den letzten. Okay. Antigrav setzt sich letzten Endes kaum ein. Ist schon lustig. Aber jetzt hier, um sie zu stallen, während ich zum Magnetkommando wechsle. So, dann könnt ihr jetzt noch Glitzra spüren, damit ich allen gleichzeitig schade. Gewonnen. Auf ein neues Minentrapez. So, das kann ich hier gebrauchen. Antigrav. Ich setze jetzt Ars Magica ein. Sonst sterbe ich hier noch. Sie war ein bisschen zu weit weg, nicht mal zu hoch. Ach komm, in den Magnet rein. Wo ist der nächste? Da also. Sie geben hier bei dieser Phase sehr viel Zeit, weil das halt Fluggegner sind. Aber sie fliegen nicht so dämlich rum wie die anderen. Deswegen, die Zeit im Prinzip mehr als genug ist für diese Phase. Ich hier mal einen Pro-Tipp geben, aber jedes einzelne Mal versagen. Es sind Empfehlungen einfach, die ich aus Erfahrungen gerne weitergeben kann. Ich würde euch sagen, nehmt es euch zu Herzen, wenn ihr es jemals spielen wollt. Vor allem auf Level 1, falls ihr auch Sadisten seid, so wie ich. Naja, Sadist ist okay. Aber Masochist ist es eigentlich. Man tut sich ja selbst was an. Warte. Und jetzt. Das Magnetkommando und aus seiner Angriffsbahn rausfliegen.
Okay, so viel zu dem. Das schaffen wir doch super. Den dann noch flambieren. Nur dummerweise macht denen Feuer nicht so viel Schaden. Die sind ja Feuertypen quasi. Das Minentrapez für jeden, der... Na, das war's also. Den Barrierensturz habe ich letzten Endes kaum eingesetzt. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt mal die letzte Phase war. Aber ich glaube, da kommt noch eine. Noch war es das nicht. Die Schuhe. Ich erinnere mich an die. Das wollte ich machen. Aber ich hatte bessere Shotlocks damals. Das weiß ich noch. Ich glaube, der Gefrierpunkt wäre schon besser. Weil das hier kann wirklich lange dauern. Folger, Litzra. Und jetzt Litzra. Magnet. Das Minentrapez ist auch gut. Das Dumme ist, die werden irgendwann ja anfangen, sich zu verteidigen, diese Schuhe. Und das ist das Dämliche. Oh. Nur der Antigraf hat's beendet. Okay. Das ist auf Level 1. Ne? Wenn man die ganze Zeit draufschlägt, und zwar gut, kein Problem. Aber die Trefferanzahl, die man aushält, ist natürlich sehr begrenzt. Und die greifen dann natürlich auch super an. Naja, one at a time. Aber sie werden's. Ach da. Gut, maximale Lebenspunkte gestiegen. Wir haben es endlich geschafft. All that's left is the final. And still no sign of Terra. The guy I'm supposed to fight is someone else named Zack. Aqua, right? Hey, I'm Zack, your opponent in the final. Man, finally! Once I beat you, I get to take on Terra. Terra? Why, I don't understand. Are you saying there's another match after the final? Uh-oh. Guess you didn't get the memo. Oh, Phil, would you tell her the rules? Fine. Here's how it is. The games are divided into two brackets. You got your East, you got your West. The winners from each bracket face off in a championship match. Now, right now, you are competing in the East, and we got no idea about the other side. For all we know, your boy Terra could be cruising through over in the West. Then I shouldn't be fighting matches here. I should be over there, looking for him. No, you, can't. It's not allowed. Athletes are expressly forbidden from watching matches in the other bracket. Did he just make that up? How should I know? All right, fine. Look, you gotta just stay and fight this match. The two athletes I entered defaulted before they made it to the top. Give a guy a break. I got a reputation. Hey, do it for us too? All right, then. I'll finish what I started. You will? Ha ha ha! Oh, the gods are smiling on me today. I'll be waiting for you in the vestibule. Just tell me when you're ready to go. A match between Zack and Aqua? This I can't miss. Ixnay on the action way. You got training to complete. Oh, that's right. Well, good luck, guys. I'll see you around. Aqua, give it your best out there. You too. I am so fired up! Zack, Terra is a friend of mine. How exactly is it that you know him? He saved my life. During the last games, this dude named Hades tried to make Terra his pawn of darkness. And he used me to do it. He had some kind of magic, or something, that made me crazy. Gave me weird powers that I turned against Terra. But you know what? Terra freed me. And he didn't need the darkness to do it. I had no idea. Well, that's enough with the drama. I guess I'll see you in the ring, huh? Terra. Tja, Aqua. Es ist nicht alles an ihm verloren. Und wir haben es ja selbst gespielt. Naja, ich werde es noch spielen für meinen Teil, aber ihr habt es gesehen. Nun gut, danke fürs Zusehen, kommentieren nicht vergessen, entschuldigt für diesen Part. Trackline is over and out. Und ja, tschüss. Ne?